So, willkommen zu einem neuen Part Fallout New Vegas. Ich muss dorthin, denn ich fange jetzt einfach mal die Mission hier an. Hey, da hinten ist ja dieses komische T-Rex-Dings da. Muss natürlich Achtung, gucken. fertig, kämpfen. War das schon alles? Wunderbar. Okay, was haben wir hier für Menschen? Warum rennen die weg? Hallo, bleib doch stehen. Ich will doch nur antworten. Von wo kommt ihr? Wer seid ihr? Was brauchen Sie? Tschüss. Komische Leute. Sind aber nur kleine, oder? Die dürften ja nicht so schlimm sein. Ich könnte es ja mal versuchen mit dem Ding, was ich hier habe, weil das ist ja relativ mächtig. Und es sind ja nur Junge. Achtung, fertig, kämpfen. Ja, hier hättet ihr wohl gerne. Okay, wo ist der Rest? Also bestimmt noch mehr. Ah, dort hinten. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Diese Zeiten sind vorbei. Diese Wächter wurden besiegt. Oh, ich glaube, ich habe ja einen Stufenaufstieg. So, mal sehen. Ich habe Wissenschaft 100, dank Ulysses. Ich habe die beiden Sachen noch extremst niedrig, aber egal. Schusswaffen ist auch schon sehr hoch. Energiewaffen auch extremst hoch. Reparieren könnte ich höher machen. Sprache ist eigentlich hoch genug, oder? Was mit Nahkampfwaffen ist auch. Jetzt habe ich eigentlich schon fast keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch hoch machen soll. Schleichen ist durch meinen Tarnanzug hoch genug. Ich könnte Schusswaffen auch auf 100 machen, aber. Ah, hier, das hier, Raketenwerfer. Raketenwerfer sind wichtig. So, mal sehen, was haben wir denn hier? Die Cassadors sind doch auch Dings, wie heißt Insekten. Rein theoretisch mal. Könnte ich mir schon mal das hier im Hinterkopf behalten. Möchte mal gucken, was hier die neuesten Sachen sind. Oh Gott.
sind alles Dinge, die ich nicht erlernen kann. Naja, schade. Gibt's extremst viele, die ich nicht machen kann. Mal sehen. Das hört sich interessant an. Mache ich einfach mal. Okay. Schluss mit Schleichen. Oh, ich kriege ich jetzt auch noch. Kommt ruhig her, ihr kleinen Bastarde. Ihr habt mir mal Angst gemacht, aber diese Zeiten sind vorbei. Das war's. Ich habe jetzt diese Waffe hier. Meine thermische Lanze, die Tod und Verderben bringt. Naja. Wie lange ist es denn noch? Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Mal gucke. Ah. Geht ja noch. So wie das hier aussieht, bin ich ja voll im Niemandsland. So voll am Arsch der Welt. Und hier sieht es noch mehr danach aus. Er ist da oben. Noch komme ich eh nicht hin. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was mich da hinten erwarten wird. Lass doch mal gucken, was die Leiche hier hat. Gefäß mit Wolkenrückständen wird. Sierra Madre, aha. Left my heart in the Sierra Madre. Okay. Was ist das? Okay. Ausrüstungsspeicherplatz. Ah, okay. Heißt, ich gehe da rein ohne meine Ausrüstung und so. Dead Money versetzt sie in ein extrem gefährliches Gebiet im Mojave-Ödland. Ohne Aussicht auf Wiederkehr sind sie hier, um ihre Angelegenheiten im Sierra Madre zu regeln. Normalmodus finden sie neue Fallengegner und Begleiter, deren Zukunft von ihnen abhängt. Hardcore-Modus, auch die Umgebung ist ihr Feind, eine giftige Stadt, die im Laufe der Zeit ihre Gesundheit zerstört. Begleiter sind anfälliger für Schäden, genau wie sie. Dead Money wird für erfahrene Kuriere Level 20 plus empfohlen, fahren sie fort, falls sie bereit sind. Die große Eröffnung des Sierra Madre wartet, seit 200 Jahren. Okay, los. Wetten, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn hier?
Es gibt kein Terminal, das ich nicht knacken kann. Vielleicht soll ich erstmal irgendwas... Oh Gott, es sind eh... voll wenige Einträge von Grund auf hier. Ich will mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja, alle wegzubekommen. Ja, ja, es gibt nur noch ein Wort. Hier gibt es noch so viel, das man hätte benutzen können. Hier noch. Hier noch. Rein theoretisch müsste das ja auch gehen. Krank. Naja. Hab halt Wissenschaft auf 100, was erwarte ich. Da geht das immer leichter, vor allem bei den leichten bis durchschnittlichen. Was für ein Briefkasten, ja, genau. Nice. Boah, die Waffe ist übel im Weg, merke ich hier gerade. Das ist eine ungewöhnlich aussehende Werkstation. Als sie sich nähern, erscheinen Umrisse winziger holographischer Gegenstände auf der Ausgabefläche. Drahtmodellzeichnungen und Listen von Verbrauchsgegenständen, die die Maschine für den Konsumenten bauen und, verpacken kann. An der Seite befindet sich ein Schlitz mit einem Sierra Madre-Symbol. Es sieht nicht so aus, als wäre der Schlitz Teil des ursprünglichen Designs. Mhm. Na, okay, ich muss hier also mit diesen Sierra Madre Chips dann bezahlen, wahrscheinlich, okay. Naja. Aber so nützlich sind die Dinger da drin jetzt auch nicht, finde ich jetzt. Nachladebank mal sehen. Ach, das ist komisch, das mit dem, mit der Werkbank hier. Aber ich komme hier in viele Dinge noch nicht rein. Aber ich wette, das ändert sich ja auch noch. Du mich nicht mehr? Voll die Atmosphäre ruiniert. Vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Seine Legende. Die Flüche. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Begraben unter einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument, das Schatzjäger in ihr Verderben lockt. Die berühmtesten Stars und Entertainer der Welt waren zur feierlichen Eröffnung eingeladen. Eine Einladung war ein Zeichen von Exklusivität. Die Eröffnung sollte den Weg in eine bessere Zukunft symbolisieren. Nicht nur für die Welt, sondern für alle, die an seine Tür kamen. Die Gelegenheit zu einem Neubeginn für alle. Jedoch wurde das Sierra Madre nie eröffnet. Der Krieg ließ es in der Zeit erstarren, wie ein einzelner, gewaltiger Blitz. Die feierliche Eröffnung war das große Ende der Menschheit. Es liegt immer noch da draußen, in der Einöde, geschützt und wartet darauf, geknackt zu werden. Aber es zu finden ist nicht das Problem, sondern loslassen. Okay. Na, mal sehen. Hörst du zu? Boah, ist er laut. Gut. Denn ab jetzt gilt, wenn ich rede, hörst du mir zu und tust, was ich sage. Wenn du auf dumme Ideen kommst oder mich austricksen willst, platzt mir der Kragen. Und dir auch. Es ist so ähnlich wie dein Pip-Boy. Nur, dass es voller Sprechen ist.
eingestellt. Wenn du tust, was ich sage, passiert überhaupt nichts. Wenn du mich hintergehst oder versuchst zu fliehen, bumm, und der Nächste bittet. Bis ich dich gehen lasse, ist deine Flucht aussichtslos. Je eher du das einsiehst, desto besser. Das Gebäude über dem Brunnen. Das Sierra Madre Casino. Du sollst dort für mich einsteigen. Ein kleiner Einbruch. Seit Jahren im Plan. Aber um seine Fallen auszuschalten, brauchst du ein Team. Allein, so habe ich erfahren müssen, hast du keine Chance. Um die Villa herum findest du 3 weitere Halsbänder. 8, 12 und 14. Bring mir alle 3 hier zum Brunnen, dann sehen wir weiter. Aber falls ihr versuchen solltet, euch gegenseitig auszuschalten, um den Schatz des Sierra Madre allein zu kassieren, ein Wort der Warnung. Eure Halsbänder sind miteinander verbunden. Wenn einer von euch stirbt, sterben alle. Wenn man euch so zur Zusammenarbeit zwingen muss, bitte sehr. Ich habe Anweisungen und Markierungen auf deinen Pip-Boy geladen, falls du sie vergessen solltest. Ja, ich habe Zugang zu diesem Gerät an deinem Arm. Hol die 3 anderen für diese Aufgabe zusammen. Danach habe ich weitere Anweisungen. Danach lasse ich euch gehen. Euch alle. Dein Robco-Schrotthaufen wird dir dabei helfen. Dafür habe ich gesorgt. Er kann sich in das Signal der Halsbänder einklinken. Und in ihre Frequenz. Die Bombenhalsbänder haben Funkgeräte eingebaut. Du kannst ganz einfach lauschen. Dafür wurden sie unter anderem konstruiert. Zu Abhörzwecken. Sie filtern sogar das weiße Rauschen aus der Umgebung heraus, um effektiver zu sein. Der eine ist ein treuer Verbündeter. Folgsam. Halsband hin oder her. Die anderen beiden... Ja, mal abwarten, was uns in die Falle gegangen ist. Ja, Halsband Nummer 8, die FEV-Missgeburt, der Supermutant. Er ist handzahm, berechenbar und solange er nicht hungert, leicht zu beherrschen. Ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Vermutlich nachdem er dich hier angeschleppt hat. Such ihn. Er wird dir folgen, Halsband hin oder her. Eine lange Geschichte. FEV. Ein Virus mit einer noch längeren Geschichte. Es erschuf diese Kreatur und verwandelte sie in einen Supermutanten. Gut. Wenn nötig, werde ich dich in die Sendesysteme der Villa einweisen. Falls du nicht weiter weißt, komm hier zurück. Ich habe dir die Anweisungen auf den Pip-Boy gesprochen, falls du nicht lesen kannst. Meine Stimme hilft dir jederzeit auf die Sprünge. Okay. Okay, es fängt hier mit Nummer 8 an. Was ist dieses? Okay, die Chips. Hab ich irgendwie hier noch? Ah, okay. Was mit Waffen? Hologewehr? Laserzünder? Habe ich noch, lol. Okay, und das hier auch noch. Das Blöde ist, wenn ich jetzt das hab und so, kann ich meinen Tarnanzug nachher nicht mal anziehen. Der ist nämlich kaputt. Na, ich habe vorher nochmal ein bisschen ausgemistet, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Hier mal. Von wegen, weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder ein neues Addon-Gebiet gehe, brauche ich bestimmt ein bisschen Platz. Bevor du durch das Tor zum Puesto del Sol gehst, rufe erst die anderen zusammen. Chill, ich will die Orte doch nur erkunden, mein Gott. Das Ganze fängt ein bisschen
seltsam und Fallout untypisch an, finde ich so. Also. Vorsicht vor den Bewohnern der Villa. Sie sind nur schwer auszuschalten. Außer man haut sie in Stücke. Jag sie hoch oder desintegriere sie. Naja, versuche ich mal, was die Waffe drauf hat. What the fuck? The fuck? Aua. Aua. Bäm. Wird alles mitgenommen. Mal ganz kurz was gucken. Boah, stimmt. Gemeinheit. Ich habe meinen Schlafsack nicht mehr. Und ich habe auch nicht mehr das Ding auf, was mir Leben wieder gibt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat so einen komischen Namen. Mal sehen, Hologramm aktivieren. Wer sind Sie? Hallo, Manu. Hier muss man so auf jeden Fall vorsichtig sein. Police. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Lautsprecher und Funkgeräte stören das Signal für die Halsbänder und können so zur Detonation führen. Verfrüht. Ein unglücklicher Nebeneffekt, den ich nicht erwartet hatte. Ich konnte die Halsbänder nicht neu kalibrieren. Du musst also so zurechtkommen. Ja. Da muss man also vorsichtig sein. Ja, genau, das meine ich hier mit Fallout untypisch. Er wird hier mehr auf Skriptsequenzen oder sowas in der Art gesetzt halt. Okay, wenn ich das knacken kann, habe ich bestimmt irgendeinen Vorteil. Ich kann bestimmt irgendein Signal abschalten, das mal eigentlich mein, hier passt doch. Einfach alles normal. Jetzt renne ich einfach mal ganz schnell hier hin. Was ist hier? Okay, brauche ich einen Schlüssel für? Okay, hier hört es auch wieder auf. Gut. Das muss ich mir merken. Schalte den Krach aus. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Runter zu meinem Käfig. Vielleicht haben Sie die Buchstaben gesehen, die ich in die Wände der Villa geritzt habe. Noch etwas weiter. Wo? Folgen Sie meiner Stimme. Genau so. Der im Käfig? Doc. Ich musste ihn einsperren. Er gehorcht mir nicht. Hm.
Mal sehen, was man hier noch so findet. Die ganzen Chips auf jeden Fall werden bestimmt noch nützlich. Okay, hier muss ich natürlich wieder vorsichtig sein. Das bin ich. Da, am Tisch. Die Disk. Meine Stimme. Ich kann kein Risiko eingehen. Sie könnten auch ein Opfer sein. Ich kann es nicht zulassen, dass Sie Doc rauslassen. Nein, noch nicht. Wenn Sie der sind, der ich glaube, wollen Sie Doc holen und ihn benutzen, um andere hierher zu locken. Jetzt werde ich Sie und Ihren Pip-Boy benutzen. Sie sind schlau. Der Schlüssel zu Docs Käfig ist einfach. Bringen Sie meine Stimme zum oberen Käfig. Lassen Sie mich mit der Bestie darin sprechen. Doc, wen haben wir denn hier? Sie sind nicht der, den ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Aber auch wenn Sie es nicht sind, Sie können Befehlen folgen. Gut. Sie können kein Idiot sein, wenn Sie herausgefunden haben, wie man mich aus meinem Käfig befreien kann. Oder vielleicht sind Sie es doch. Mit Ihren Leinen um Arm und Hals. Und wir mit unseren Halsbändern und Fesseln. Wir könnten verwandt sein. Ich bin die Stimme der Vernunft. Manchmal schlafe ich unten im Keller im Käfig. Da ich jetzt wach bin, geht Doc zurück in den Käfig. Doc weiß, dass ich hier bin, kann aber nichts dagegen tun. Ich bin sein Gewissen. Man muss ihn zähmen, damit er uns nicht verletzt. Ich sitze hier schon seit einiger Zeit fest. Dann kommen Sie und lassen mich heraus. Sie haben meinen Käfig nicht grundlos geöffnet. Warum? Das ist die einfache Erklärung, die die Menschen verwenden. Vorkriegstechnologie, als wäre das die Wurzel allen Übels für Körper und Geist. Ich musste aus dem Käfig raus, um Doc zu beschützen. Vor schlauen Menschen. Wie Sie. Sehen Sie die Wunden, die seine Haut übersäen? Die Bärenfalle an seinem Arm. Er hat seine Hand selber hineingesteckt. Der in seine Brust geritzte Name erinnert ihn daran, wer er ist. Fügt sich Schmerzen zu, damit ich ruhig bin. Dabei versuche ich doch nur... Er schneidet und verletzt mich. Versucht sogar, mich zu ermorden. Er wird es nicht schaffen. Er macht mich nur noch wütender. Doc ist die Bestie. Wir tauschen einfach die Käfige, wie den hier. Es ist in der Nähe. Näher, als mir lieb wäre. Doc denkt viel nach, muss denken, bevor er isst, kauen, bevor er schluckt. Da ist er eigen. Jetzt ist das Halsband ein Teil von mir. Ich fühle seinen elektronischen Herzschlag tief in mir brennen. Wie früher. Es war kalt und schwer, bevor ich in den Käfig gegangen bin. Jetzt sind sie hier und es zieht an mir wie eine Hundeleine. Interessant. Ach ja? Trotzdem hat es sie zu mir geführt. Und jetzt sind sie hier, und es brennt mir ein Loch in die Eingeweide. Vielleicht ruft es seinen Besitzer. Sie trennen sich ab. Dann sehen sie wie Red-Skorpione aus. Und wenn sie an warmes, rotes Nackenfleisch befestigt werden, da kümmert es nicht, was sich an dem Körper befindet, den er zerquetscht. Er wird ihn verdrehen und zerteilen, bis er satt ist. Doc kann nichts dafür. Hungrig, gierig. Jetzt ist das Halsband in ihm und wieder aktiv. Wir sitzen hier in der Falle, bis es wieder kalt ist.
Ich habe keine Wahl. Manchmal gewinnt der Instinkt die Oberhand, dann gehe ich in den Käfig. So kann ich meine Neugierde befriedigen. Schließlich konnten Sie sich das Halsband auch nicht aussuchen. Vielleicht war es Ihre Neugierde, die dazu geführt hat, dass Sie es angelegt haben. Natürlich haben Sie Fragen. Der Schlüssel? Na, das ist der alte Mann, der uns hierher gebracht hat. Ich habe den Schlüssel an mir versteckt, damit Dog nichts erfährt. Der alte Mann muss einfach auftauchen, damit ich mit ihm sprechen kann. Wenn Dog die Kontrolle gehabt hätte, als der alte Mann kam, er hätte wie immer seinen Befehlen gehorcht. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Dog gehorcht, ja. Warum? Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt zum alten Mann aufzunehmen? Sie spielen nicht. Falls doch, finde ich einen Weg aus diesem Käfig und bereite Ihnen ein Ende. Ich ermorde Sie, zerquetsche Ihre Arme und... Nein! Nein! Nein, nicht! Dafür werde ich Sie noch leiden lassen, das verspreche ich! Auch wenn es vielleicht keine Rolle mehr spielt, so vermute ich trotzdem, dass das Sierra Madre für jemanden wie Sie nicht Lohn genug sein wird. Meister, Doc nicht gehört, dass du reinkommst. Zu hungrig. Jetzt, an der Käfigtür? Meister, Doc hört zu jetzt, wo du da bist, und dich hören Hunger egal. Meister, Doc ist hier. Was will Meister? Doc hat kein... Da ist er. Doc wusste nicht, dass er da ist. Wie kam er dahin? Ja, Meister. Meister klingt anders. Leiser. Meister, Doc will nicht mehr im Käfig sein. Doc wird diesmal gut sein. Doc verspricht es. Ja, Meister. Doc hat lange gewartet. Hat dir viele Menschen gebracht. Doc wird folgen. So, wunderbar. Endlich. Nach einem extremst langen Gespräch. What the fuck? Egal. Wow. Kann der nicht angreifen irgendwie? Ja! Ah, doch jetzt. Ich glaube, ich habe Doc erwischt. Oh. Der hat ihn also einfach mal gegessen. Bin ich ja mal gespannt. Das kann man jetzt bestimmt gleich nochmal ansehen. Der ist ja mal cool. So, was ist denn unsere jetzige Aufgabe? Den hier finden. Nein, das sind Feinde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein Verlangen, die zu töten. Nicht zurück. Gemein. Böse. Na egal, ich geh's einfach mal zur Markierung. Okay, hier ist wieder so einer. Wird kein Speer, oder?
mache ich ja mal hier den Mauler. Nice. Wow. Die Dinger stehen schneller auf als erwartet. What the hell? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass der mir hier auf einmal so ein Damage drückt, weil er auch nur hier, weil er hier auch nur mit irgendwas angegriffen hat, was da in seiner Faust war. Wahrscheinlich ein Schlagring. Was mich aber gerade wundert auch, normalerweise, wenn ich eine Weile lang Nahkampfangriffe mache, haut sie doch immer um. Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Oh. Bärenfallenfaust. Mitnehmen. Es wird alles mitgenommen. Bauch knurrt. Naja. Also ich muss mich auf jeden Fall vor den Gegnern hier in Acht nehmen. Die sind anscheinend recht heftig. Okay, hier kann ich auf jeden Fall hier ein paar Sachen kaufen. Schöner Kreis auf Maschine leuchtet. Ja, das tut er. Hört sich hier nicht irgendwie pervers an oder so? Na egal, ich gehe da jetzt hier einfach rein. Empfange Signale nahe Ihrer Position. Sprengsätze. Achte auf Fallen. Oh nein. Okay, will nicht. Oh. Blöd. Der hatte keine dabei, ne, ne. Die hätte ich ja eh mitgenommen, wenn er welche dabei hätte. Wenn es jetzt hier heißt, auf Fallen achten und so, dann bin ich mal ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen öfter schnell speichern. Aber das ist jetzt gut, weil ich müsste eigentlich in der Regel die Waffen bekommen, oder? Oder auch nicht, okay. Heißt, ich habe jetzt nie Gewehrfalle entschärft, wo ein Gewehr dran war und habe nichts da bekommen. Ist natürlich, ja. Macht Sinn eigentlich, ja. Gewehre verschwinden, wenn sie nicht mehr an Fallen sind. Meister, ist er weggegangen? Doc wird gut sein diesmal.
Nein, dann bestimmt wieder welche. Ob es gute ist, ich kann ja einfach schleichen. Ich habe ja einen hohen Schleichwert. Und eventuell finden die mich dann auch gar nicht. Bauch knurrt. Dann ess was. Hier, da hat's einen Ofen. Da ist noch ein Salisbury Steak drin. Darfst du haben, ich brauch's nicht wirklich. Wie Doc im Westen gejagt hat. Für Lou. Okay, jetzt komm her. Und kämpfe. Jetzt ess ihn auf, ess ihn auf. Hm, das schmeckt gut, gell? Hm, lecker. Bist ein braves Dog, ja. Bist ein ganz braves Dog. Dog wird satt. Das ist der Dog, der böse Dog. Bauch knurrt. Sie werden von einer giftigen Wolke vergiftet, die... was? Was bringt dieses Gefäß mit Wolkenrückständen? Ach, werde ich schon irgendwann... ausfinden. Ich wette, da kann ich irgendwie vielleicht ein Gegenmittel herstellen oder so. Ich möchte ja mal ganz kurz mal was gucken. Ich zieh's einfach an, ich meine, es schadet ja nichts. Nein, verdammt. Fucking shit. Ich habe vergessen, die Druckplatte zu entschärfen. Die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Mal wenn ich es schaffe, hier einen Schleichangriff zu machen. Ja. Jetzt darf Dog den Rest machen. Sind ein sehr gutes Team, ich und der Dog. Jetzt haut ihn gleich bewusstlos. Immer Dog anschreien. Anschreien. Dog wird satt. Warum habe ich eigentlich nur noch so wenig Leben? War das vielleicht die giftige Wolke oder so? Habe ich nicht mitbekommen irgendwie. Ich habe da gerade übel nicht drauf geachtet. Mit immerhin sehr ehrlich zu sein. Hält zurück. Oder sehr zurück dumm. Zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Okay. Ah, okay, das ist der... Den Domino da oben. Ein Ghoul also. Mag sie nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche.
Hier wird so bestimmt irgendwo ein Bett haben. Ich kann hier nicht warten. Setzen Sie sich doch. Nachdem Sie den ganzen weiten Weg hergelaufen sind, sollten Sie Ihren Füßen erstmal eine Pause gönnen. Das ist eine gute Idee. So. Das Sierra Madre, ein echtes Schmuckstück. Hat er Sie hierher eingeladen? Vielleicht haben Sie Ihre Stimme auch nicht per Funk gehört. Sind einfach nur verwirrt hier aufgewacht, wie wir anderen. Wenigstens atmen Sie noch. Übrigens sollten Sie nicht plötzlich aufstehen oder sich schnell bewegen, ganz egal, wie unbequem der Stuhl ist. Das Kissen ist nur Zierde. Klingt so, als ob Sie sich mit Heimwerken auskennen. Da ist Ihre Mutti bestimmt mächtig stolz. Aber wenn Sie ohne meine Erlaubnis aufstehen, dann blase ich Ihren Arsch so hoch in die Luft, dass der Mond rot wie ein Cherry Pie wird. Also machen wir es kurz und schmerzlos und bringen das Gespräch ohne Missverständnisse hinter uns. Und genau das hat mir gefehlt. Ein begeistertes Publikum. Ich mag zwar in der Unterhaltungsbranche sein, aber das macht mich noch lange nicht zu einem Deppen. Wenn ich höre, dass mein Schlips anfängt zu piepen, weiß ich, was das heißt. Ich bin Teil dieser Sache. Ich will meinen Vertrag auflösen. Und wenn Sie mich da reinstecken, freut mich das gar nicht. Also, falls Sie Teil der Sache sind, die hier vor sich geht, dann habe ich ja das Sagen. Gut, gut, dann sind wir im Geschäft. Ich habe zwar nichts gegen Wetten, aber wenn die Chancen zu unseren Gunsten stehen, ist mir das deutlich lieber. Wenn Sie hier sind, mit wem ich vermute, dann ist es mir lieber, wenn Sie auf meiner Seite stehen. Ein Ass im Ärmel. Sie wollen überleben? Ich will das, was im Madre ist. Ganz einfach. Okay, okay. Aber Sie haben schon Gesellschaft. Also sage ich Ihnen was. Wir treffen uns am Brunnen. Wir müssen nicht den langen Weg zurücknehmen. Hier gibt es eine Abkürzung. Sie führt durch die Wolke. Aber ich helfe Ihnen dabei durchzukommen. Wenn Sie nicht schon das Schloss am Tor aufgebrochen haben. Wo ist er jetzt hingegangen? Der ist weggerannt. Augen brennen! Fressen! Guck ich mal ganz kurz nämlich hier noch um. Ah, hier, da ist das Tor, genau, ja. Ah, Doc hat also auch keine Lust, ohne mich zu kämpfen. Und ich habe eigentlich auch keinen Bedarf daran. Wo ist Meister? Ist er weggegangen? Oh. Oho. Wie hat er den jetzt auf einmal gerade? Wollt er nicht essen? Na ja, okay. Ja, ich möchte mal ganz kurz was wissen. Wie ich es mir gedacht habe. Wenn er isst, regeneriert er sich. Da kommt mit. Also wenn er full life ist, wird er wahrscheinlich einfach auch nicht essen müssen. Wo zum Teufel hast du das denn her? Doc? Etwa damit du deinen Namen nicht vergisst? Ich erinnere mich nicht an dich. Wer bist du? So, ein bisschen langsam, was? Dean. Dean Domino. Ich lebe hier. Du siehst aus wie Fressen. Riecht. Wo in ist Ordnung, Meister? Kumpel. Du ist er weggegangen? In deiner Ecke? Ich Doc in meiner. Wird gut sein diesmal. Lassen Sie mich mit dem Ding nicht allein. Hm.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das hier ist. Die Lautsprecher der Villa sind in einem üblen Zustand. Wie das Madre. Vorkriegsrott. Sie senden ein Signal aus, das dein Halsband hochgehen lässt. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Was Schlechtes gefressen. Schmeckt wie verbrannte Kabel. Naja, das Blöde ist, ich habe für das Ding nicht so viel Munition. Nachdem mich der erste Gegner hier ja schon extrem viel Munition gekostet hatte, ist natürlich nicht mehr so viel übrig. Und nachdem die einen Gewehre da einfach verschwunden sind, anstatt einfach in meinem Inventar zu landen, habe ich natürlich dann auch keine andere Alternative. Naja. Zurück zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Ich krieg hier Munition für Waffen, die ich gar nicht habe. Naja. Hört sich schon ein bisschen komisch an. Okay, wieder zurück. Jetzt will ich mal wissen, wenn ich jetzt den Lautsprecher ausmachen könnte. Ah, da oben ist er, okay. Okay, das heißt, ich renne da jetzt einfach mal ganz schnell durch. Passt. So. Boah. What the fuck? Die giftigen Wolken machen also Damage. So, Doc, den Rest hast du erledigen. So hungrig. Doc wird satt. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein irgendwie. Ich muss mir noch was wegen den Kackwolken einfallen lassen, sonst habe ich Probleme. Empfange eine Sendersignatur. Vorsicht vor den Sicherheitshologrammen. Sie anzugreifen ist zwecklos. Also nicht schießen. Ich muss auf jeden Fall irgendwo was finden, wo ich mich heilen kann. Für Lou.
zu viel Information. Na, da hinten scheint der Typ zu sein. Meister. Ist der weggegangen? Doc wird gut sein diesmal. Das interessiert mich eh nicht. Mal gucken, was das hier ist. Erlaubnis aufgefüllt, juhu. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Naja, egal. Der ist echt sehr komisch, der Typ. Was ist das? Ich bräuchte halt dringend ein Bett zum Schlafen oder so. Und ich habe ja schließlich auch nichts mehr, was mich heilt. Das so. Ist der weggegangen? Doc wird gut sein diesmal. Okay, was ist das für einer? Leute ohne Kopf hätten nicht kommen sollen, machen Doc hungrig. Muss ich eigentlich nur noch die Person finden. Die wird ja hier irgendwo sein. Nee, das bringt so nichts. Ich muss irgendwie... Und da ist auf jeden Fall noch so ein Piepgeräusch. Irgendwie muss ich das schaffen. Und irgendwie muss ich dahin. Vielleicht geht's ja in den Keller irgendwie. Nein! Jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen weiter nach hoch. Verdammt. Da oben ist einer. Diese verfluchten Lautsprecher am Ende des Saals. Das rote Licht heißt, sie sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Immer mehr. So. Was ist das für einer? Genauso einer. Was ist das für einer? Auch einer. Mag's hier nicht. Okay, ich schaff's auf jeden Fall nicht. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Da hinten war aber ein Terminal. Wenn ich schnell bin,
sind mehrere. So hungrig. Nein. Wenn ich direkt an die Lautsprecher gehe, nö. Okay, was heißt, ich muss hier irgendwelche Sachen geben? So hungrig. Na, der nervt mich irgendwie gerade auch extremst. Mit seinem ständigen Gelaber. Und als ob es jemanden interessieren würde. Ah, hier, das scheint das Terminal zu sein. Ah. Also doch in den Klinikkeller. Hätte ich das vorher direkt geschafft, wäre das schneller gegangen. So, wunderbar. Wo ist Meister? Ist er weggegangen? Doc wird gut sein diesmal. Okay, da lang. So, mal sehen. Ich bin in Doc drinnen. Okay, die hauen natürlich alle Richtung Brunnen ab.
Bauch knurrt. So, jetzt müssten wir eigentlich alle haben. Wo will mich die Markierung hier hinbringen? Folge ich mal. Weil in der Regel führt die einen ja immer zum kürzesten Weg raus. Doc kommt mit. Ich dachte, die könnte man kaputt machen. Ich wusste nicht, dass das nur mit Schusswaffen geht. Hätte ja sein können, man hätte sie auch zerschlagen können. So hungrig. Wenn ich jetzt hier oben bleib, nur mit dem Runterspringen wird's ein bisschen gefährlich. Everything went better than expected. Oh, da geht's nicht lang. Na egal, dann soll der mal den da kurz töten. Wird er ja schon hinbekommen. Oh, da ist noch einer. Doc? Ach nee, das ist noch der hier, der erste. Jetzt wird er gegessen, oder? Oder auch nicht. Killcam, ewig lang. Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. So. Den kriege ich. Müsste ich locker kriegen. Aber wenn ich jetzt mal diesen Mauler mache. Zweimal. Einfach mal. So zum Spaß. Immer Doc anschreien. Anschreien, weil Doc hungrig. Kann nicht aufhören. So. Gut. Sehr gut. Nun zu den Feierlichkeiten und deiner Rolle in diesem Spiel. Der Besitzer des Sierra Madre hat, warum auch immer, die feierliche Eröffnung an die Gala-Veranstaltung gekoppelt. Man muss sie starten, damit sich die Casino-Türen öffnen. Wie ich herausgefunden habe, ist es allein nicht zu schaffen. Also lass dir und deinem Team von deinem Pip-Boy den Weg zeigen und löse sie aus. Du bist jetzt so nah dran. Enttäusch mich nicht. Ansonsten muss ich mich auf das nächste Team verlassen. Am besten du bringst zunächst den Supermutanten auf Position. Obwohl du seine rohe Gewalt zunächst womöglich woanders gut gebrauchen könntest. Sich in der Villa zurechtzufinden ist ein Kinderspiel. Im Gegensatz zu den Gebieten darum herum, wo es von Geistervolk und Fallen nur so wimmelt. Setz dein Team ein, wie ich dich einsetze. Hör auf dein Halsband. Pass auf, wo du hintrittst. Tod
Okay, dann sieht man sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.